was jetzt noch so alles kommt. Halt doch mal die Fresse, du Scheißköter, ey, meine Güte. Ja, Freunde, willkommen zu dem Vlog. Zu diesem Vlog, ich weiß gar nicht welcher, das müsste ich dann überlegen. Aber ja, da ja jetzt die Sommerpause angebrochen ist auf meinem Kanal, heißt auf gut Deutsch zwei Videos Minecraft Together in der Woche und halt ein Vlog. Ich versuche den Vlog so regelmäßig wie möglich rauszuhauen. Und wenn es natürlich nicht klappt, ist natürlich doof, aber dann kommt eben halt was später. Oder halt nur alle zwei Wochen ein Vlog, das weiß ich noch nicht so genau. Ich zitter irgendwie, ich weiß nicht wieso. Ihr seht es an der Kamera sicherlich, ich zitter, wir sind so am Bild. Das kann nicht sein, jetzt muss ich meinen Arm mit einer Hand mit zwei Händen festhalten. Klar, natürlich. Dämlichkeit lässt grüßen. Meinen Arm mit zwei Händen festhalten, das geht auch. Ist klar. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall wird dieser Vlog heute noch rauskommen. Definitiv als kleine Ankündigung sozusagen, dass jetzt zwei Videos Minecraft Together jedes Mal kommen, habe ich ja in den Sommerpausenvideo schon gesagt. Und halt ein Vlog. Das Ganze weiß ich nicht. Bei Elias werden auf jeden Fall auch zwei Videos Minecraft Together kommen. Im Moment drei, weil er ein bisschen hinterherhängt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder ob euch das schon aufgefallen ist. Ich denke mal ja. Das letzte Video hat er, glaube ich, vor drei Wochen hochgeladen oder so. Er hängt ein bisschen hinterher, weil er nicht so im Moment Bock hat, irgendwas zu tun. Und deswegen mache ich jetzt mal kurz noch einen Vlog, wo ich mir dann dachte, okay, quatsche das nochmal ein bisschen an. Rede es mal kurz darüber, wie es soweit ist und ja, wie es so im Moment ist. Am 9. Mai, Freunde, 9. Mai, da wird ein großer Vlog kommen, weil an diesem 9. Mai werde ich nämlich wieder auf der Kartbahn sein, bei mir in der Umgebung hier. Und werde dann einen ausführlichen Vlog sozusagen machen. Ein paar Szenen so drehen, dann kommen wieder Szenen von meiner Fahrt, wie ich fahre, wir werden Rennen fahren. Insgesamt 40 Runden, 10 Runden Qualifikation, 30 Runden Rennen. So wie es im Moment aussieht, weil wir mit drei Personen nur sind. Und dann schauen wir mal weiter, wie das so gibt, wie das sich so ergibt. Ich werde auf jeden Fall knallhart sein. Ich werde Vollgas geben. Ich werde nicht zurückschrecken. Ja, der Niklas ist dabei, den kennt er ja auch schon. Diesmal ist er wirklich dabei. Letztes Mal, wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ist er einfach nicht dabei, konnte nicht, weil er arbeiten musste. Und diesmal ist er dabei. Und ja, noch ein paar andere ehemalige Schulkameraden, denke ich mir mal. Einige gucken zu vielleicht, andere fahren auch, das sehen wir dann noch. Und danach abends gibt es dann noch einen kleinen Umtrunk sozusagen hier bei mir. Scheiß LKW, verpiss dich. Ja, gibt es noch einen kleinen Umdruck sozusagen und dann sehen wir dann mal, ob ich da auch noch was von filme. Ich weiß es noch nicht, vielleicht Aufbau oder so, mal schauen. Aufbau ist ja nicht relativ, ist ja nicht so viel, es sind ja höchstens hier die Boxen da. Die da und die da und dieses Mischpultteil, was Mischpult, dieses, diesen Regler da. Und dann schauen wir mal weiter, wie es denn so weiter aussieht. Am 16. Mai 15, 16, 17 kann es sein, wenn alles gut klappt, wenn ich an dem Freitag, den 15. nicht arbeiten muss. Und wenn man so überlegt, auch das Geld ein bisschen mitspielt, werde ich in die Eifel fahren zum Nürburgring. 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist er wieder. Das ist dann 14, 15, 16, 17 an den Tagen ist das, aber ich denke, ich werde 15, 16, 17 oder vielleicht erst nur 16, 17, weiß ich noch nicht, wenn ich Freitag arbeiten muss an dem 15. Dann halt nur 16, 17. Da werde ich mich dann mit dem Elias treffen. Und
Und da werde ich dann auch Vlogs drehen, keine Frage. Die werden dann allerdings aber einen Tag oder zwei später kommen, weil ich da schlechteres Internet habe, als sage ich jetzt mal hier. Ist ja ganz klar, ne? Da hat jeder Handy, da hat jeder Internet, das ist logisch, dass da schlechteres Internet ist. Ob ich da überhaupt Internet, weiß ich nicht. Vielleicht poste ich dann mal ein paar Fotos auf Facebook oder so, mal schauen, oder auf Instagram, weiß ich noch nicht. Laber ich mir wieder für eine Scheiße zurecht, ey. Naja gut, auf jeden Fall werden wir dann mal sehen, wie es weiterläuft. Die beiden Wochenenden sind auf jeden Fall, wenn alles gut geht, verplant. Und wo ich wirklich Szenen drehen kann, wo ich wirklich Sachen drehen kann. Ich muss mich mal ein bisschen ins Licht drehen. So sitze ich schon gut. Naja gut. Ja, also wieder Traumwetter draußen. Wir haben, ich glaube, 22 Grad und ich sitze hier irgendwie mit Pullover, weil es hier am Fenster noch ein bisschen frisch ist. Wir haben auch mittlerweile schon 1 Uhr, also 13 Uhr. Und ja, das war so eine kleine Vorschau auf die nächsten Wochen, die ich euch geben wollte. Was jetzt noch so alles kommt, halt doch mal die Fresse, du Scheißköter, ey, meine Güte. Geht doch. Gut, auf jeden Fall, das war so die kleine Vorschau, die ich euch geben wollte. Und ja, dann sehen wir uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Vlog wieder auf meinem Gaming-Kanal. Nächste Woche. Und auf dem neuen Vlog, zum neuen Vlog auf meinem Real-Life-Kanal. Dort werde ich einen kleinen Ausschnitt zeigen, denke ich mir mal, vom Card-Event. Das Hauptvideo vom Card-Event wird auf meinem Gaming-Kanal diesmal kommen. Das ist so die kleine Umstrukturierung, die ich machen werde. Und ich weiß auch nicht genau, ob das Geld mitspielt, sagen wir mal so. Denn dann habe ich auch noch vorgehabt, mir dasselbe Mischpult zu holen, wie der Elias hat. Aber das kommt dann auch noch ein Video zu, das zeige ich euch dann noch. Und noch eine kleine Sache, aber da kommt dann auch noch ein Video drüber, das zeige ich euch auch. Das hat mit Funk zu tun. Und ja, das war's so von dem Video jetzt. Es ist 7 Minuten gelabert, das reicht für den Vlog erstmal. Der große Vlog, das vom Card-Event, kommt ja in knapp 2 Wochen auf meinem Gaming-Kanal. Dieses Video hier wird dann, denke ich mal, heute, ja, habe ich ja schon gesagt, heute noch kommen. Und nächste Woche wird dann wahrscheinlich kein Vlog kommen. Dafür kommt dann übernächste Woche, wie gesagt, der große Vlog. Vielleicht unterteile ich den auch, je nachdem, wie lang der ist, weil das Video, was ich ja hochgeladen hatte, das war auch schon über 25 Minuten von dem kompletten Fahren. Und dann noch zusätzlich Videomaterial dazu, mal schauen, weiß ich noch nicht. Aber dann kommt ein großer Vlog auf meinem Gaming-Kanal. Und ja, das war's von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut raus. Ciao. Ach ja, und falls euch das Video natürlich gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen Daumen hoch da lassen oder einen Kommentar, würde mich natürlich freuen. Schaut natürlich auch mal beim Elias vorbei, den habe ich ja natürlich erwähnt im Video. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.